their position. Give me the coordinates. What's the scanner say about their power level? No enemies display a power level over 9,000. I thought so. Pulsar level online. President, do you look higher than that? No. Finish them quickly. I grant you my aid. Sounds dangerous. I'm in. Captain ship enabled. Two shot barrage charge. Start! You must destroy us. All of us. You are unstoppable. Killing spree. Your net is at 75% kill. Enemy triple kill. Too easy. Sometimes I can almost God axes need victims. You are on a rampage. Smooth. I also hear the songs of the dead. Make them suffer. Enemy pentakill. Hey ho und ein herzliches Willkommen zur Auslosung fürs Let's Tournament League of Legends. Vornherein gesagt, diejenigen, die nicht beim Stream dabei sind heute von den Teilnehmern, die verpassen nix. Das habe ich auch schon im Infovideo gesagt. Da ich das Ganze sowieso auch auf YouTube stellen werde und die Tournament-Liste natürlich auch für Dingens zugänglich sein wird, über den Blog und so weiter und so fort. Das Warten hat ein Ende. Es sind mittlerweile nur noch 10 Teilnehmer. Es waren ursprünglich mal 12. Und die Auslosung wird genauso passieren wie beim letzten Mal.
Sprich, ich habe hier wieder meinen Random List Generator und hier alle Beschwörernamen, die nehme ich jetzt einfach wieder und füge die hier ein, ganz klassisch. Und so, dass ihr es wieder seht, so wie letztes Mal auch. Ja, Maus hier. Und werde dann einfach ein paar Mal auf Random drücken. Und zwar so, dass ich nach Möglichkeit auf dem Button bleibe. So. Und ich habe keine Ahnung, wie oft das jetzt gedrückt wird, genommen wird. Ich habe keinen Plan. Und dann werden die Teilnehmer, wie ihr bei der rechten Seite im Bildschirm seht, wieder bei der Challenge eingetragen. Jetzt müsste es langsam reichen. Schön durcheinander gewürfelt. Und jetzt werden wieder alle eingetragen. Und zwar genau in der Reihenfolge, in der sie hier auch stehen. Will mir der wieder eine E-Mail? Aha. Das brauche ich doch gar nicht. Ich finde es schön, dass der mir wieder... Alles... der Reihe nach machen lässt. Ein bisschen leise wegen dem Abschreiben. Wobei ich sagen muss, es sind ein paar Spieler dabei, die beim ersten Turnier dabei waren, ein paar dabei, die neu sind. Aber ich glaube, es wird ein lustiges Turnier, also... Ja, so. Das sind die Seeds, so wie sie existieren. Ja, ist okay. So. Damit steht das Raster. Und wir haben, so wie beim letzten Mal, wieder zwei Vorrunden. Damit ist das Turnier offiziell eröffnet. In der ersten Runde, die quasi wieder eine Vorausscheidung haben, spielen Furly Death und D-Mephis gegeneinander. Und das zweite Spiel machen Han 444 und Xing Xing. Ach du Schande. Ja, da haben sie was Schönes erwischt. Dann Chuckles TK kriegt entweder Furly Death oder D-Mephis als Gegner. Veggie kämpft in der ersten Runde, also eigentlich in der zweiten Runde gegen Oh My God, It's Lancy. Alan Hunter kriegt entweder Xing Xing oder Han 444 als Gegner. Necro 33 spielt gegen Synsinus. Ja. Es wird wieder ausgespielt, ganz normal, ein Sieg. Das Finale bleibt auch bei einem Sieg, kein Best of 3, so wie halt letztes Mal auch. Das Spiel um den Platz 3 ist logisch, wir müssen uns aber dieses Mal auch den Platz 5 und 6 ausspielen, also 4, 5, 6. 4 ist klar aus dem dritten Spiel. Platz 5 und 6 natürlich auch. Das werde ich dann manuell machen. Das geht hier im Turnierbaum leider nicht. Der Link zum Turnierbaum kommt jetzt mal in den Twitch-Chat. Und wird, ja, das war mit dem falschen Account jetzt, egal. Und wird dann dementsprechend auch auf YouTube kommen und natürlich auch auf meinem Blog, wo ihr den jederzeit abrufen könnt. Es sind die Beschwörernamen drinnen, sprich, ihr könnt euch die auch in LOL anschauen, wenn ihr das wollt, euch darauf vorbereiten.
Ja. Gibt es irgendwelche Fragen momentan zum Turnier noch? Ich habe gerade jetzt noch die Chance, mir via Twitch-Chat noch Fragen zu stellen. Falls ihr keinen Twitch-Account habt, könnt ihr das auch noch ganz gerne über den über das YouTube-Pan machen oder über den Blog oder sonst irgendwie mit mir in Kontakt treten. Ja. Bin noch ganz kurz hier online im Stream. Habe ich eigentlich viele Frames verloren? Gar nichts. Wahnsinn. Ja, wieso musst du da wohl reingehen? Weil das der Zufall so ausgelost hat. Es tut mir sehr leid, da kann ich nichts dran ändern. Aber du musst erstmal die erste Runde gegen Hanf oder Xingxing gewinnen. Also je nachdem, wer von den beiden gewinnt. Okay. Gut. Ja, zur Sicherung, wie gesagt, es gibt tolle Preise. Beginn ist wie gesagt Samstag um 14 Uhr. Ich werde ein bisschen vorher mit dem Stream beginnen. Vielleicht wird es auch noch mal ein kurzes Show-Off oder so geben, wenn ich rechtzeitig noch ein Video geschnitten bekomme. Es kommt ja darauf an, wann ich meine Festplatten jetzt kriege. Deswegen kann man jetzt die ganze Woche keine Videos. Ja. Insofern ja, was ich noch klären möchte, ich erstelle alle Spiele wieder selbst, auch die, die Twain kommentiert, einfach um da wirklich auf Nummer sicher zu gehen, dass da alles passt, dass die Bands auch okay sind. Dass da wirklich nirgendwo was gepfuscht oder gedreht wird. Wie gesagt, dieses Mal bin ich da ein bisschen strenger mit den Regeln, vor allem was die gebannten Champs angeht, als beim letzten Mal, weil es halt diesmal um was geht. Ja. Habe ich jetzt noch irgendwas Relevantes vergessen? Glaub eigentlich nicht. Doch, ich habe noch was vergessen. Und zwar möchte ich mich nochmal bei unserem Sponsor bedanken, Sturmstärker Let's Plays und dem Chef Raider 1988. Ich habe bei allen Infovideos zum Turnier auch die Dingens verlinkt. Die Skype-ID von ihm, wenn ihr günstige CD-Keys braucht oder egal ob von aktuellen Spielen oder von älteren, schaut da einfach mal vorbei, addet ihn bei Skype. Irgendwo habe ich die ID jetzt noch hier, die kann ich auch noch schnell in den Chat reinschreiben, beziehungsweise in den Stream einblenden. Das wäre vielleicht gar keine so blöde Idee jetzt gerade. Ein bisschen Werbung machen. Der hat nämlich die ganzen Preise gesponsert. Oder fast die ganzen. Oder den größten Teil eben. Na, ist der. Raider1988-LP. Wenn ihr also günstige CD-Keys braucht, dann schaut da unbedingt mal vorbei. Addet den bei Skype. Lohnt sich, ist zuverlässig. Und zu 100% günstiger, als ihr die irgendwo im Laden oder bei anderen Keyhändlern kriegen könnt. Ja, ich spreche aus Erfahrung. Gut. Ich glaube, insofern habe ich alles. Wenn noch irgendwo Fragen auftauchen, dann bin ich, wie gesagt, über YouTube, per PN oder eben per Nachricht auf dem Blog oder per E-Mail zu erreichen.
ist alles im Blog abrufbar. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Freue mich auf die Spiele auf Samstag. Und ja, bis dahin, habt eine gute Zeit. Falls es schönes Wetter ist bei euch, genießt das schöne Wetter. Falls es regnet, trainiert fleißig. Und wir sehen uns dann am Samstag wieder. Bis dahin, Leute. Ciao.